Ich weiß, was ihr jetzt sagen wollt. Wenn wir jetzt wieder nach Mexiko gehen für unsere nächste Reise den Eisberg hinab, dann kündigt ihr mir die Freundschaft. Nun, also ich sage jetzt nicht, dass wir uns nicht auch diesmal ein ganz kleines bisschen in Mexiko aufhalten werden. Aber vor allem halten wir uns auf einer anderen Ebene auf, in der Zwischenwelt, in der das Tor zum Jenseits weit offen steht. Denn heute, meine lieben Freunde, geht es um Geister und übernatürliche Erscheinungen. Seid ihr bereit, ihnen an den ungewöhnlichsten Orten zu begegnen? Ja? Dann Aluhüte auf, Schotten dicht. Wir gehen auf Tauchstation. Wenn ich sage, heute gehen wir in die Tiefe, dann meine ich das auch so. Okay, vielleicht nicht direkt in die Hohlerde, so tief dann auch nicht. So weit müssen wir auch gar nicht, denn schon ein paar Meter unter der Erde finden wir etwas sehr Bedenkliches. Und zwar an einem Ort, den ihr bestimmt sehr gut kennt. Wenn auch vielleicht nicht so gut, wie ihr vermutlich glaubt. Hand hoch. Wer ist schon mal Metro gefahren? U-Bahn. Ich vermute mal, die meisten von euch. Und während ihr U-Bahn gefahren seid, wart ihr nicht allein. Und damit meine ich nicht die verrückten, lauten, bedrohlich guckenden, besoffenen, pöbelnden, stark transpirierenden, schubsenden und drängelnden Mitfahrer. Es sind noch andere Passagiere dabei. In der U-Bahn soll es nämlich Geister geben. Übernatürliche Wesen, die in den U-Bahn-Schächten hausen. Ich wäre ja ehrlicherweise ziemlich sackig, wenn ich schon Geist werden muss und dann nicht mal wie diese noblen Geister auf Schlössern spuken darf, sondern in einem stinkigen U-Bahn-Schacht. Bäh. Aber es scheint tatsächlich viele von ihnen zu geben, in den U-Bahn-Systemen von Metropolen und Großstädten überall auf dieser Welt. Vor allen Dingen in New York, in Glasgow, Mexico City, Buenos Aires. In Glasgow beispielsweise hat man sogar eine ganze Reihe von Geistern identifiziert, etwa das Ghoul-Kind oder auch Dämonenkind genannt, auf der West Street. Halb Junge, halb Tier. Ist es dann nicht ganz Tier? Egal. Er soll urplötzlich aus dem Schatten erscheinen und genauso schnell wieder verschwinden. Und was besonders delikat ist dabei, wann immer man dieses Kind gesehen hat, scheint es, als ob es rohes Fleisch frisst. Also ich meine positiv, ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass es dem Kind gut geht. Offensichtlich hat es eine Paleo-Diät und ist gut versorgt. Woher das Fleisch jetzt allerdings stammt, das weiß keiner so richtig. Allerdings wurde es auch zuletzt 1955 gesehen. Auch die graue Dame der Shields Road ist einer der Geister, den man relativ oft sieht, wohl angeblich. In ihrem Fall vermutet man sogar, dass man wisse, wer sie ist. Sie soll der Geist einer jungen Frau sein, die 1922 starb, als sie auf die Gleise stürzte. Und der Name Graue Dame soll daher kommen, dass sie ein graues Kleid trägt. Oder aber generell irgendwie grau erscheint. Sie hat einen traurigen Gesichtsausdruck. Man soll flüstern und weinen hören in der U-Bahn. Weit entfernte Schritte auf den Gleisen. In den 1960ern berichtet ein Wachmann darüber, dass die Graue Dame die Lichter zum Flackern gebracht habe. Ich finde allerdings, wir können alle heilfroh sein, dass die Graue Dame im Zustand vor dem Unfall erscheint und nicht in dem Zustand von danach. Und da wäre auch noch ein anderer Geist, ein freundlicher Geist. Seit Anfang der 1900er Jahre will man in der West Street den Geist eines krummen, blinden Bettlers mit blauer Haut gesehen haben. Mysteriös. Manche vermuten, das sei der Geist des verstorbenen Bettlers Robert Cobble. Der war wohl in dieser Bahnstation bekannt, dafür seltsam gekleidet zu sein und oft zu behaupten, dass er der eigentliche Thronerbe Schottlands sei. Aber Leute, wer denkt, der Mann war einfach nur verwirrt? Er stammte tatsächlich aus sehr wohlhabendem Hause, aber seine Trinkerei und mehrere Schicksalsschläge brachten ihn dann auf die Straße. Er soll die Gäste mit seinen Geschichten erheitert haben, allerdings soll er dann schließlich sein Augenlicht verloren haben, bevor er schließlich in der Kälte von der West Station sein Leben aushauchte. Was für eine tragische Geschichte. Jedenfalls soll man seitdem dem blinden Bettler mit der blaugefrorenen Haut als Geist dort begegnen. Das waren jetzt mal nur drei Geschichten aus Glasgow. Ich meine, ich war ja schon in Schottland, aber gerade um Glasgow habe ich einen weiten Bogen gemacht. Ich musste schon gespürt haben, dass das da nicht mit rechten Dingen zugeht. Aber es gibt nicht nur die Einzelschicksale oder charismatischen Geisterpersönlichkeiten, die in den Tunneln auf den Stationen hausen. Ich meine, klar, gibt es die auch in Buenos Aires, in Argentinien beispielsweise, in der ältesten U-Bahn Südamerikas. Während der Fahrt mit der Linie A könne man
durchscheinende Gestalten sehen. Die berühmten Fantasmas de los Obreros del Sute, die Geisterarbeiter von Linie A, die beim Bau der Linie starben, als eine Mauer über ihnen zusammenbrach. Dann hat man versucht zu vertuschen, dass sie Opfer von Fahrlässigkeit geworden sind und vielleicht können sie deshalb erst ruhen, wenn ihnen endlich Gerechtigkeit widerfährt. So kommt es auch vor, dass Arbeiter beim Reinigen der Züge auch nach den U-Bahn-Betriebszeiten Schritte hören und manchmal das Spiegelbild verwirrter Gesichter im Fenster sehen. Aber wenn sie sich umdrehen, ist da niemand da. Zudem fürchten Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes nichts mehr, als dass eine Kraft sämtliche Sicherheitskameras auf einen Schlag ausschaltet. Denn sobald sie wieder angeschaltet werden, blicken schaurige Geistergesichter hinein, um sie zu verscheuchen. Verschwindet. Das ist unser Terrain. Aber neben diesen Erscheinungen soll es in Buenos Aires sogar Phantomlinien, bestückt mit geisterhaften Zügen geben. Es gibt Bahnsteige, die im Zuge revolutionärer Kämpfe beschädigt wurden und nicht mehr befahren werden konnten seitdem. Man hätte die renovieren können. Die U-Bahn-Mitarbeiter erzählen allerdings, dass sie von dort aus Schritte gehört hätten und dass nach der Schließung der U-Bahn Silhouetten von Menschen in altmodischer Kleidung auf diesen Bahnsteigen zu sehen waren. Mehrere Arbeiter haben den Geistern die Schuld gegeben, dass sie die Wartungsarbeiten in der Linie A aufgegeben haben. Und vielleicht sind es die Geister, die verhindert haben, dass diese Bahnsteige wieder aufgemacht werden konnten. Und mir war das gar nicht so richtig bewusst, muss ich sagen, aber Geister in der U-Bahn zu haben, scheint in vielen Großstädten einfach ein Gimmick zu sein, ja, wie die weiße Frau auf einem Schloss nicht fehlen darf. Meist wird natürlich gesagt, es seien die Seelen Verstorbener, die bei Unfällen, Katastrophen oder sogar Bauarbeiten in den U-Bahnen ums Leben gekommen sind. Und seit ihrem Ableben dann dort ihr Unwesen treiben. Leute, I get it. Da unten ist es dunkel, vor allen Dingen in den Tunneln. Man sieht aus den Fenstern der vorbeifahrenden Züge weitere Abzweigungen, Lichter und Dinge, von denen man keine Ahnung hat, was es da technisch damit auf sich hat. Ja, vielleicht sieht man sogar Gleisarbeiter. Das Setting ist schon wirklich ein bisschen spooky, vor allen Dingen, wenn man unter Klaustrophobie leidet und nicht so eng an Menschen sein will und diese Geräusche von einfahrenden Zügen und quietschenden Schienen. Ich kann mir das schon sehr gut vorstellen, dass da die Fantasie einmal ein Schnippchen schlägt. Die meisten dieser Geschichten werden darüber hinaus auch in Foren erzählt. Das sind oft ebenso Erlebnisse aus zweiter Hand oder Anekdoten, die da kundgetan werden. Ja, man kennt das ja. Ja. Der Freund eines Freundes meiner Mutter dritten Grades hat gesagt, ihr wisst, was ich meine. Belege gibt's keine. Es ist halt auch ein netter Zeitvertreib. Ich mag diese Compilations, die die Existenz von Geistern beweisen wollen. Aber es fängt ja schon meistens damit an, wenn man sich anschaut, mit welchen Toastern diese Videos aufgenommen worden sind. Famous last words. Ich würde mich ja von der Existenz von Geistern überzeugen lassen. Ich bin bereit. Aber bisher nichts davon. Wir haben zwei Möglichkeiten. Es gibt keine Geister und sie sind eine Urban Legend. Oder es gibt sehr wohl dort Geister. Das wissen nicht nur die Transportunternehmen, sondern auch die Regierung. Und damit niemals Panik ausbricht, verheimlichen sie das vor den Leuten. Und jetzt eine Quizfrage. Was denkt ihr aus Sicht der Aluhutträger zutreffend? Genau, B. Was auch sonst. Und das war kein Scherz. Es gibt wirklich Leute, die glauben, dass die Regierung oder mächtige Leute die Existenz von Geistern vor uns verheimlichen wollen. Dass sie vielleicht sogar mit ihnen kollaborieren. Das ist so ein bisschen wie mit den UFOs. Während sich manche fragen, ob es die überhaupt gibt, steht für die Verschwörer schon fest, dass die Regierung ihre Finger im Spiel haben muss. Schon krass, wie die Leute denken. Ja? Die Abwesenheit einer Sache oder der Mangel an Beweisen ist gleichzeitig der Beleg für die Existenz und für die Macht des Gegners die Realität zu manipulieren. Ja, kognitive Dissonanz in reinster Form. Guck mal, es gibt Geister in der U-Bahn und die Regierung will sie verschleiern. Ja, also die Geister, die nicht sowieso verschleiert sind, weil sie Geister sind. Hä, ich habe noch nie Geister gesehen. Aha, siehst du? Ich sag's doch. Ja, es ist lustig, darüber zu spekulieren, aber das hört auf, sobald man ernsthaft daran glaubt. Daran glauben ist eigentlich auch die perfekte Überleitung. Allein die Frage, ob es Geister gibt, spaltet ja schon die Gemüter. Ja, seien wir ehrlich. Ein paar Geister gibt es ja durchaus. Plagegeister waren wir ja alle als Kinder. Manche sind es auch heute noch geblieben. Es gibt aber auch flüssige Geister, den Himbeergeist. Der ist besonders gemein, der kann einen ganzen Abend auslöschen. Aber gibt es dann auch wirklich diese Geister aus den Sagen und Legenden? Neblige Gestalten, die exakt um Mitternacht zur Geisterstunde erwachen und mit Ketten rasseln und mit Kerzen durch die Gänge verlassener Schlösser ziehen? Es gibt viele Gründe dafür, dass es keine Geister geben kann. Schon alleine, weil ihre Existenz mit den Gesetzen der Physik nicht vereinbar sind. Und vielleicht müssen wir das an der Stelle mal allgemein klären. Das führt uns nämlich zum Feld der paranormalen oder auch übernatürlichen Wesen. Und da gibt es tatsächlich einen Unterschied, einen kleinen in der Definition. Man sagt das ja immer so einfach, aber was genau das so richtig bedeutet,
Das muss man ja auch mal besprechen. Denn all diese Dinge, Vampire, Werwölfe, Yeti, Bigfoot oder Sasquatch, ja, wie man ihn jetzt nennt, oder auch diese vielen finsteren Kreaturen wie Skinwalker, Palecrawler, Wendigos, das sind ja alles Fabelwesen, die man so kennt und über die wir auch noch reden werden, falls wir es noch nicht getan haben. Aber all diese Kreaturen, die haben eins gemeinsam, sie spotten den Naturgesetzen. Und wir haben als Menschen irgendwie einen natürlichen Instinkt für Formen und Dinge, die so nicht existieren dürften. Die Vorstellung, dass man paranormale Kreaturen tatsächlich in eine solche Gruppe kategorisieren kann, kommt daher, dass Scholastiker aus dem Mittelalter sich dachten, naja, es gibt ja auch Wunder, ne? Klar gibt's Wunder, steht ja so in der Bibel. Und das sind Dinge, die nur von Gott selbst kommen können, die wir aber offensichtlich nur so erklären können, weil wir sie nicht aus der Natur erklären können. Ja, sie können nicht aus der Natur selbst kommen. Also müssen sie übernatürlich sein. Zu Englisch supernatural. Es ist also der katholischen Kirche zu verdanken, dass wir diesen Begriff des Übernatürlichen überhaupt so haben. Konkret Thomas von Aquin. Und da liegt der Hase im Pfeffer. Auch damals war man überzeugt, es muss eben auch diese Seite der Medaille geben. Es kann zwar nicht sein, aber mein Glaube, der ist stark und deswegen existiert es. Und wenn wir uns jetzt von so Glaubenskonstrukten lösen und konkret die Kryptide beispielsweise anschauen, darüber haben wir ja schon gesprochen, dann sind wir im Bereich des Paranormalen, ne, im praktischen Bereich von Pseudowissenschaft und popkulturellen Phänomenen, die außerhalb wissenschaftlicher Erklärung sind. Oft wird mit anekdotischen Erfahrungen gearbeitet, die dann zu ganzen Geschichten oder auch zu einer Lore verdichtet werden können, nicht wahr? Und das Internet hat da natürlich als Katalysator gewirkt. Und gemeinsam haben paranormale Kreaturen, dass es an eindeutigen Beweisen für die Existenz von ihnen mangelt. Ich weiß zwar nicht, warum man unbedingt glauben will, dass diese oder jene gruselige Kreatur existiert, aber es gibt genug, die das tun. Aber es gibt nicht nur Leute, die überzeugt sind, dass diese Wesen existieren. Sie glauben auch, dass mal wieder die Regierung ihre Finger mit im Spiel hat. Ja, manche meinen, die Regierung wollen diese Wesen geheim halten, um Panik und Chaos zu vermeiden. Dann gibt es noch andere Vermutungen. Ja? Einige glauben, dass die Regierung diese paranormalen Wesen für ihre eigenen Zwecke nutzen will. Ich weiß jetzt nicht wie, Echsenmenschen als Security oder so. Nee, manche meinen, dass die Regierung mit diesen Wesen zusammenarbeiten, um neuartige Technologien zu entwickeln und geheime Experimente durchzuführen. Na, wenn man schon eine Kreatur hat, die den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen spottet, kann man ja mal herausfinden, wieso sie überhaupt existieren können. Und darüber diskutiert man natürlich auf ernstzunehmenden Foren wie Quora und Reddit. Beispielsweise auch darüber, dass die Kirchen vom Leben nach dem Tod wissen und das wissenschaftlich nachgewiesen haben, aber diese Beweise einfach verheimlichen. Ja, da wären wir bei dem übernatürlichen Phänomen Leben nach dem Tod. Und ja, damit versucht man geschickt, das Fehlen von wissenschaftlichen Belegen zu umgehen. Natürlich haben wir die Beweise dafür, aber nicht konkret hier, weil böse Leute die vor uns versteckt haben. Naja, die Archive des Vatikans, wenn wir nur mal in die Archive des Vatikans gucken könnten. Und hier sehen wir ja immer wieder anekdotische Berichte, was man selbst oder bekannt erlebt haben. Erinnerungen aus Kindheitstagen, vermixt mit Folklore-Sagen, Legenden, Creepypastas, Urban Legends. Und davon gibt es einfach so viele, dass es tatsächlich ein offiziell bestätigtes Projekt gibt, an dem der US-Staat mehr oder weniger beteiligt ist. Ja, es gab nämlich die Paranormal Task Force in der Polizei im Navajo-Reservat. Kurz zur Allgemeinbildung, die Navajo sind einer der verbliebenen Stämme amerikanischer Ureinwohner und auch diejenigen, von denen die Berichte über Skinwalker stammen. Und die leben in einem Reservat, das größtenteils im US-Bundesstaat Arizona liegt. Teile davon liegen auch in Utah und in New Mexico. Und diese Paranormal Task Force trägt den Namen Navajo National Rangers. Und deren Aufgabe klingt, als stamme sie aus einem Dan Brown-Roman. Denn ihre Aufgabe ist es, paranormalen Phänomenen nachzugehen, die bei ihnen angezeigt werden. Ich meine, sie verhaften jetzt keine Geister, aber die gehen diesen Berichten von unerklärlichen Dingen tatsächlich nach. Wenn jemand anruft und sagt, ich habe da ein UFO gesehen oder mich hat ein Wolf verfolgt, der sich in einen Mann verwandelt hat, dann ist das ihr Business. Ja, ob die dem dann wirklich Glauben schenken, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Darüber hinaus gibt es aber weder Beweise noch Indizien dafür, dass Regierungen weltweit diese Wesen für ihre Zwecke nutzen oder sie verbergen. Aber es ist jetzt nicht nur so, dass die US-Regierung neuerdings scheinbar UFOs ernst nimmt. Die US-Regierung hat sich immer mal wieder mit übernatürlichen Phänomenen auseinandergesetzt. Habt ihr beispielsweise schon mal vom Projekt Stargate gehört? Das war eine geheime Einheit der US-Armee, die 1978 im Fort Meade, Maryland, von der Defense Intelligence Agency DIA und SRI International gegründet wurde. Mit dem Ziel, das Potenzial übersinnlicher Phänomene für militärische und inländische Geheimdienstanwendungen zu untersuchen. Ja, und warum jetzt konkret?
Lustig. Man hatte gehört, dass die Sowjets auch ein großes Projekt zu diesem Feld am Laufen hatten mit 60 Millionen Rubel. Typisch. Also musste auch die US-Regierung Hellseher einstellen. Jedenfalls ging es darum, paranormale Fähigkeiten zu erforschen und zu entwickeln. Insbesondere im Bereich der sogenannten Fernwahrnehmung, auch bekannt als Remote Viewing. Und dieses Projekt, haltet euch fest, lief bis in die 1990er Jahre. Dann gelangt es an die Öffentlichkeit und wurde eingestellt. Und falls ihr den Film Männer, die auf Ziegen starren von George Clooney kennt, das geht schon ein bisschen in diese Richtung. Mit Project Stargate wollte man herausfinden, wie Fernwahrnehmung in der Spionage verwendet werden kann, sowie die Bewertung des potenziellen militärischen und nachrichtendienstlichen Nutzens dieser Fähigkeit. Und Fernwahrnehmung bedeutet, dass einige Individuen Informationen über entfernte oder unsichtbare Dinge, Personen, Orte allein durch mentale Kräfte bekommen können. Diese Remote Viewer versuchten dann durch ihre Geisteskraft geheime Informationen über sowjetische Basen, Standorte entführter Personen und andere Dinge von nationalem Sicherheitsinteresse herauszufinden und liefern zu können. Man hat dem auch einen scheinbar wissenschaftlichen Hintergrund gegeben. Diese Experimente wurden in streng kontrollierten Umgebungen durchgeführt, um die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der gewonnenen Informationen zu testen. Und angeblich gab es wohl auch einige Berichte und Beteiligte, die behaupten, dass das Projekt erfolgreiche Ergebnisse erzielte. Offizielle Bewertung, beispielsweise der Stargate Report, kam dann aber zu dem Schluss, dass die Ergebnisse nicht konsequent genug waren, um praktische Anwendungen für die militärische oder nachrichtendienstliche Nutzung zu rechtfertigen. Also hat man es dann eingestellt. Wir können also festhalten, es gibt keine wissenschaftlichen oder anderweitig verwertbaren Beweise für die Existenz paranormaler Wesen oder Ereignisse, weil sie ansonsten ja auch nicht paranormal heißen würden. Aber manchmal führt der Glaube an solche übernatürlichen Kräfte und paranormalen Wesen dazu, dass sich das Böse in der echten Welt manifestiert. Auch für das nächste Thema bleiben wir in Mexiko. Das wird, was den Eisberg betrifft, vermutlich noch einige Male so sein. Jetzt widmen wir uns einem der berüchtigsten Milieus Mittelamerikas, den Drogenkartellen. Wobei es weniger um die Kartelle selbst geht, als vielmehr um eine Praxis, die angeblich bei manchen Kartellen verbreitet sein soll, dem Narkosatanismus. Neben Riesen, Echsenmenschen, Aliens oder einer jüdisch-bolschewistischen Weltverschwörung wollen uns auch Satanisten ans Leder. Kennen wir ja. Wir wissen ja mittlerweile, dass der Satanismus vor allen Dingen ein Scapegoat ist, ja, um Gegnern alles Mögliche vorwerfen zu können. Auf der anderen Seite kann man das sehr gut verwenden, um Leute damit zu provozieren. Es gibt ja auch Metal-Ausprägungen, die gern selbst mit dem Satanismus als Motiv spielen. Und das hier heißt ja Mano Cornuta und ist im Endeffekt der Teufelsgruß. Und guess what? Es gibt sogar einen eigenen Metal-Song von der Band Brujeria namens Narcos Satanicos aus dem Jahr 1993. Und damit zurück zum eigentlichen Thema. Was ist denn jetzt der Narkosatanismus und was hat er mit den Drogenkartellen zu tun? Fangen wir vielleicht mal so an. Der Satanismus an sich ist relativ schwer zu definieren. Es gibt verschiedene Bewegungen und Strömungen und die sind alle auf ihre eigene Art und Weise individuell. Im Kern vereint die satanistischen Strömungen. Sie verehren irgendwie Satan oder reflektieren Satan und das gesellschaftlich als böse angesehene eher positiv. Ja, das Brechen mit den gesellschaftlichen Konventionen, Außenseitertum. Es ist sozusagen der Gegenpol zum Establishment. Beim Satanismus geht es auch eigentlich darum, dass man sich selbst zum Gott seines eigenen Lebens erhebt. Aber irgendwie kommen die Leute nicht ohne ihre Symbole und ihre ganzen Rückbezüge auf Götter und Konzepte aus dem Mittleren Osten zurecht. Marduk, Baal, Belzebub. Naja. Und weil offenbar alle etwas anderes darunter verstehen oder mit anderen Interpretationen arbeiten wollen, gibt es alle möglichen kitschigen Versionen davon. Und der Narkosatanismus ist ein spiritueller Satanismus, wenn auch eine sehr spezielle Form davon, sozusagen eine Subkultur in einer Subkultur in einer Subkultur. Und im Ende auch ein Add-on für einen ohnehin bitterbösen Lifestyle. Es gibt auch gar keinen Beweis dafür, dass es ein größeres Phänomen war oder ein allgemeines Phänomen. Es war eher ein punktuelles Phänomen. Und in diesem Prinzip werden satanische Bilder, Praktiken und Rituale, so wie man sich die zumindest vorstellt, mit den kriminellen Machenschaften der Drogenkartelle kombiniert. Und die sind ja an sich schon ziemlich brutal. Die Hochzeit dieses Phänomens war mexikanischen Drogenhandel in den 80er und 90er Jahren. Zu einigen der hochkarätigsten Drogenbosse unterhielten diese Satanisten Verbindungen und einige der brutalsten Verbrechen dieser Zeit gehen wohl auf ihr Konto. Die Anhänger dieses Glaubens praktizierten eine ganze Reihe an finsteren Ritualen. Vermutlich auch ein bisschen inspiriert aus Hollywood der 80er Jahre, würde ich jetzt sagen. Aber davon eben das ganz düstere Zeug und damit meine ich bis hin zu Menschenopfern. Warum?
umgefallen bei dämonischen Entitäten zu bekommen, die sie in ihren kriminellen Aktivitäten in der brutalen Welt des Drogenhandels unterstützen sollten. Ja, Rituale für Schutz, Einfluss, Macht und vor allen Dingen Erfolg. Sie glaubten daran, dass diese Rituale sie unverwundbar machen würden im Kampf gegen Polizei und rivalisierende Gangs. Auch magische Kräfte solle man erhalten, mit denen man den Willen anderer beugen und sie sich selbst untertan machen oder seinen Einfluss erweitern konnte. Dieses Phänomen ist aber seit Jahrzehnten verschwunden. Die Verschwörung hieran ist, dass es diese Narkosatanisten immer noch gibt, wofür es keine Beweise gibt. Aber woher kommt diese Vermutung? Diese Geschichte hat ja einen wahren Kern und den schauen wir uns jetzt mal an. Und diese Geschichte beginnt mit dem Namen Adolfo de Jesus Constanzo. Irgendwie ist dieser Name schon an sich ein bisschen wie ein düsteres Omen. Der Junge wurde nämlich ursprünglich katholisch gekauft und diente einige Zeit als Messdiener in der Kirche. Das war noch nicht alles, was seine spirituelle Prägung angeht. Seine Mutter, eine kubanische Immigrantin, wie auch seine Großmutter, waren Santeras. Das waren Priesterinnen der Santeria-Religion, eine karibische Untergrundreligion, in der afrikanische Gottheiten mit römisch-katholischen Heiligen identifiziert werden. Sprich, ein sehr wilder Mix aus christlichen Elementen und polytheistischen Einflüssen Westafrikas, die durch den Sklavenhandel nach Amerika gebracht worden sind. Und die Anhänger versuchten durch sogenannte Offerings, also Gaben, in Form von Essen oder geopferten Tieren, die Gunst ihrer Götter zu erlangen. Und das übernahm Constanzo von seiner Mutter. Und die war dafür bekannt, dass wenn sie sich mit ihren Nachbarn überworfen hat, dass sie dann auch schon mal ein geköpftes Tier vor diese Häuser legte. Seine Mutter wurde dann festgenommen, nachdem sie mit ihren 3 Kindern und 27 Tieren in einer zu kleinen Wohnung gefunden war, die mit Blut, Urin und Exkrementen bedeckt war. Ist, glaube ich, jetzt nicht die beste Grundlage, um mental stabil zu bleiben. Kein Wunder, dass er als Teenager schließlich von einem Zauberer ausgebildet wurde. So soll er neben Voodoo auch Palo Mayombe studiert haben. Eine Religion mit Wurzeln im Kongo-Gebiet, also ebenfalls in Afrika. Aber Palo Mayombe, das ist auch schon wieder ein sehr krasses Thema. Das Wichtigste daran ist, Anhänger dieser Religion verehren eine gleichnamige Gottheit und bieten dieser in einem zeremoniellen Kessel namens Nganga Gaben an. Geweihte Stöcke oder Knochen, aber auch andere Körperteile. Die können von Tieren stammen. Allerdings werden Anhänger bis heute oft der Grabräuberei bezichtigt. Und zwar bis heute, ja? Also dem Miami Herald zufolge, etwa erst 2018, wo 3 Friedhöfe in Südflorida aufgebrochen wurden. So. Wenn man das jetzt über Constanzo weiß, dann finden wir schon ziemlich viel von dem wieder, das seine späteren Praktiken beschreiben sollte. Eine Sache ist jetzt noch nicht ganz klar, wie hängt das alles mit dem Drogenhandel zusammen? Nun, zum einen wissen wir, dass einer der Stiefväter Constanzos nicht nur selbst Voodoo praktizierte, sondern aktiv mit Drogen handelte. So kam Constanzo, der selbst kein Neuling war, was Kriminalität betraf, nach der Geisterwelt auch mit der Drogenwelt in Kontakt. Und als Erwachsener entschied er, sein Glück in Mexico City zu versuchen. Dort kombinierte er dann alle kennengelernten Religionsformen zu dem, was wir jetzt eben unter dem Begriff Narkosatanismus kennen. Also ihr merkt, so richtig Satanismus ist das eigentlich nicht. Es ist so eine wilde Mixtur aus kreolischen Religionen plus die eigene Interpretation von Christentum. Und bald sollte er eine kleine Zahl von Anhängern um sich geschart haben, bot Zaubern Rituale an. Sie opferten Hühner, Ziegen, Schlangen, Zebras, sogar ein Löwenjunges und beließen einige Teile von ihnen immer wieder in Constanzos Nganga, seinem Kessel. Und nochmal, dieser Kessel ist für Palo Mayombe wirklich zentral. Es ist der Quell der Kraft, es ist der Quell der Magie. Unter seinen Kunden waren erst Drogendealer und Auftragsmörder, die das morbide Schauspiel einfach genossen, so aus Entertainment quasi. Doch schon bald zählten sogar hohe Tiere und korrupte Polizisten, mächtige Kartelle, etwa das Golfkartell dazu. Er wurde zu einem richtigen Cult-Leader, zu einer spirituellen Instanz, zum Witch Doctor. Vielleicht kennt ihr den Namen. Und schon bald brauchte der Kult mächtigere Körperteile und begann dann wirklich damit, diverse Friedhöfe abzugrasen. Noch besser wäre es natürlich, wenn man einfach die Knochen frischer Toter nehmen könnte. Damit würden die Geister und die Zauber im Ganga stärker. Also begann der Kult damit, Menschen zu sich zu locken und rituell zu ermorden. Gesichert sind 16 Morde, 26 werden spekuliert, aber die korrekte Zahl wird man wohl nicht mehr herausfinden. Übrigens, der Name Narkosatanisten kam nicht von ihnen selbst, sondern von den Medien. Die nannten sie Los Narcosatanicos. Er hatte sich mit den Hernandez-Brüdern verbündet und immer weiter neue Mitglieder hinzugewonnen. Unter ihnen eine Frau namens Sara Aldrete. Constanzo, den seine Mitglieder über El Padrino, zu Deutsch der Pate, nannten, erwähnte Aldrete als seine rechte Hand, wofür sie den Namen El Madrina, die Patin, erhielt. Sie wurde außerdem Hohepriesterin seines Kults.
1988 zog der Kult dann auf eine Ranch namens Santa Elena in die Wüste, wo seine sadistischen Morde noch mehr eskalierten. Das Traurigste an der Geschichte ist allerdings, dass diese Morde nicht mal aufgefallen wären, wenn sie nicht einen schwerwiegenden Fehler begangen hätten. Sie haben sich nämlich jemanden ausgesucht, den sie besser nicht ermordet hätten. Einen US-amerikanischen Touristen. Constanzo suchte nach einem überlegenen Gehirn für sein Ritual. Und als Opfer wurde der junge Mark Kilroy auserkoren, der die Frühjahrsferien, ja, den Spring Break in Mexiko verbrachte. Da nun enormer Druck aus der USA kam, ermittelte die mexikanische Polizei mit aller Härte und kam den Schuldigen tatsächlich auf die Schliche. Und Leute, das ist wirklich entsetzlich, wenn man mal überlegt, wie aufmerksam Mexiko selbst mit Mordfällen umgeht, denn mit Druck scheint es ja tatsächlich zu klappen, dass da mal was aufgeklärt wird. Man entdeckte die Ranch und stürmte sie. Man fand den Nganga Constanzos, in dem sich eine Reihe von Dingen befand, vor allen Dingen aber das Gehirn sowie eine tote schwarze Katze. 15 Tote fand man auf dem Grundstück, darunter auch Kilroys Leiche. Alle Körper waren verstümmelt und wiesen Spuren von schwerer Gewalteinwirkung auf. Was man nicht fand, war Constanzo. Er war mit Aldrete und 3 weiteren Kultmitgliedern bereits nach Mexico City geflohen. Doch seine Tage waren gezählt. Und da spielt dann wieder Kommissar Zufall eine Rolle, denn zufällig stieß man auf das Versteck der Gruppe. Constanzo ließ sich von einem Mitglied seines Kults erschießen und stahl sich so feige aus der Verantwortung, für seine widerwärtigen Verbrechen einzustehen. Die verbliebenen 14 Mitglieder wurden angeklagt und erhielten satte Haftstrafen. Aldrete und die Hernandez-Brüder erhielten jeweils mehr als 60 Jahre Gefängnis. Als die Details dann sukzessive ans Licht kamen, war die Öffentlichkeit absolut schockiert. Und damit wurde natürlich auch der Drogenkrieg in Mexiko weiter sensationalisiert und um einen weiteren exotischen Punkt bereichert. Und das hat bis heute nicht so richtig aufgehört. Die Gruppe um Constanzo erhielt sehr viel mediale Aufmerksamkeit. Zu viel, wenn ihr mich fragt. Etwa in Staffel 2, Folge 10 der Serie Most Evil auf dem Discovery Channel. Dort schaute man sich das Bösartigkeitslevel der einzelnen Verbrecher an und Constanzo hat hier mit Level 22 den höchsten von allen. Die HBO-Serie The Narco Satanist hat dem Fall erst recht neues Leben eingehaucht. Auch in den Serien Instinto Assassino sowie Poison Passions und Pandora's Box Unleashing Evil wird der Kult thematisiert. Der Film Borderland aus dem Jahr 2007 basiert auf der Geschichte des Kults. Weitere Filme waren in Teilen inspiriert und sogar mehrere Podcasts wie Serial Killers haben sich Constanzo und seinem Kult gewidmet. Heute können wir annehmen, dass es sich dabei um ein singuläres Phänomen gehandelt hat und dieser Kult eben 1989 zerschlagen wurde. Es wurden keine weiteren Belege zutage gefördert, dass solche Kulte auch heute noch existieren. Das hindert mexikanische Drogenkartelle natürlich nicht daran, massenhaft Menschen umzubringen, wie wir mittlerweile ja auch schon erfahren haben. Uiuiuiui, das war ein bitterböser Schluss, oder? Mal wieder, der einzige Schrecken, den wir in der Welt wirklich fürchten müssen, ist der Mensch. Vor allen Dingen, wenn er sich einbildet, von Übernatürlichem geleitet zu sein. Hier im Eisberg werdet ihr ja nur von mir geleitet. Ihr müsst damit leider Vorlieb nehmen. Teilt den Eisberg mit Freund und Feind. Abonniert den Kanal. Wir sehen uns auf der anderen Seite, im nächsten Video. Bis dann. Tschüssikowski.